Warum mischt ihr euch unter uns? Ich bitte euch zu gehen. Der Duft von Essen macht uns wild. Sagt uns, wo der Durchgang zum Lager des Betrachters ist und ich werde euch schnell genug in Ruhe lassen. Sagt mir zuerst, wer ihr seid und was das für ein Ort das hier ist. Ich habe noch nie leichenschänderische Geister gesehen, die sich wie ihr benehmen. Was geht hier vor? Ich bin nicht euer Essen und ich werde nicht gehen, bevor ich euch wieder durch die Mosssicherheit zerstört habe. Was geht hier vor? Wir werden von dem Loch gefüttert. Sie werfen uns Fleisch runter. Wir müssen essen, aber wir versuchen nicht, die Lebendigen zu essen. Ich versuche, den Leichenfressergeistern gutes Benehmen beizubringen, um Städte zu haben wie die Lebenden. Also seid ihr der Anführer dieses Haufens? Vielleicht könnt ihr mir sagen, wie ich zum Lager des Betrachters komme. Ihr wollt den großen Ernährer sehen? Den großen Ernährer? Wenn ihr euch auf dem bezieht, der euch all die toten Körper herunterwirft, dann ja. Wer ist der große Ernährer? Wovon sprecht ihr? Der große Ernährer ist hinter der Brücke. Er ist... Wir gehen zu ihm, um zu dienen und ihn zu waschen. Von Untoten gewaschen werden. Dieser Duft ist zu viel, ich kann es nicht mehr aushalten. Hüss. Okay. Das Kriegerskelett da könnte ein bisschen... schwieriger werden. Ja, mein Stufenaufstieg. Oh, bei Harry. Gut. Quick Save und Stufenaufstieg. Schwierigkeitsgrad jetzt runter. Stufe aufsteigen. Rettungswurf gegen Zauber. Verstehe Verwandlung gegen Odemwaffe. Gegen Zauber. 3, 4, 5 Magierzauber. Ein Trefferpunkt. 3 Sagenkunde. Einverstanden. So, 3. Ein Feuerball, bitte. 4. Gieriger Kettenzauber wäre lustig. Dann könnten wir zweimal magische Geschosse auf einmal werfen. Nee. Lieber mal ein paar Monster beschwören. Und hier? Bei Stufe 6 und 7 und so weiter fehlt uns noch mehr als genug. Phantomklinge. Das ist auch nur ein lustiger Zauber. Nee, das war doch die falsche Art. Das gibt dem Zauber nämlich wirklich eine Phantomklinge in die Hand und beschwört nicht nur eine. Schutz vor normalen Waffen, geringe Zauber zurückwerfen. Immunität gegen Zauber, das wäre zum Beispiel auch nicht schlecht. So. Und natürlich den Schwierigkeitsgrad wieder hochstellen und wieder speichern. Was immer ihr wünscht. Ah, jetzt auch noch Schattenscheusale hier. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Keldon? Mach das mal bitte weg, sonst wird's nervig. Die könnte sie, glaube ich, identifizieren und die... Ja, zweihändiges Schwert. Auch noch ein zweihändiges Schwert. Bolzen, Stab, Trank. Noch ein Stab, kann ich identifiziert werden. Kann sie vielleicht von denen was identifizieren jetzt? Nein. Schade. Ja, Keldor, die beiden Schwerter sollen eigentlich nicht an dich gehen, sondern Minsk. Das kann an Minsk zum Verkauf werden. Der wird mal aufgehoben, der ist nämlich gar nicht mal so schlecht.
Ja, Shibo hat bald keine Pfeile mehr. Und dann geben wir ihm mal die hier noch in die Hand. Ah, der behält es voll. Okay. Und Schädelfalle können wir nicht lernen, weil wir schon zu viele Zauber haben. So. Ja, natürlich. Hi, Ghoul. Ghoul Fürst sogar. Führt mich an, Mann. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ghoulfürst lässt Pfeile fallen? So, die solltest du selber identifizieren können, Murashimo. Ja, kannst du auch. Wurde aber auch Zeit. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ah, da ist auch noch jemand. Eine viele Mumien, viele Untote. Keine große Herausforderung. Oh, wie peinlich. So. Und ja, Vince kann, solange wir hier am Moschen sind, mal die Waffe wechseln. Warum gehen wir nicht hin, bitte? Das da drüben einfach nicht. Damit du uns nicht so sehr auf die Nerven gehst, du blödes Schwert. So. Vince und Bo, allzeit bereit. Oh, was ist das für ein Zauber? Tensors Umwandlung. Sorgt für einen Anblick, der jedes Wesen das Zauber, das den Zauber noch nie in Aktion gesehen hat, in die Erstaunen versetzt. Können wir auch nicht lernen. Okay, weil wir zu viele Zauber haben. Was möchtet ihr? So, war's das hier oben? Ja. Was gibt der Leichenhaufen her? Handschuhe doch was, um die Handschuhe gleich zu identifizieren. Natürlich braucht das, muss ich das mit einem Magier machen. Geschicklichkeitshandschuhe. Die sind doch für. Ja, okay, Talisa hat genug Geschicklichkeit. Keldor, der braucht Geschicklichkeit. Wenn wir Keldor die geben. Wow. Hat er endlich mal eine Rüstungsklasse, die sich sehen lassen kann. Ja. Toll, jetzt ist Keldor mit Gürtel und Handschuhen ausgestattet. Ja. Weil bei allen anderen würden die halt nicht so viel bringen. Bei mir würde... Wir haben 2 Punkte. 1 Punkt. Minsk. Auch 2 Punkte, aber Keldor... Braucht die wirklich am dringendsten. Und so machen wir Keldor auch noch super stark. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Keine große Herausforderung. Also ja. Schleuderkugeln und Wurfpfeile. Und da geht's theoretisch wieder raus. So, das tippst du mal alles. Kugeln, Verletzungspfeile. Ich warte. Nun. Das sind Feuerpfeile. Haben wir dafür noch irgendwo Platz? Naja, erstmal tust du sie. Kennen und dann habe ich doch irgendwo jemanden mit Feuerfallen gesehen, wo doch Platz wäre, oder? Nee. Okay. Ja. Wenn die Quest vorbei ist, müssen wir wieder sortieren gehen und alles.
So, das heißt, dieses tolle Haus haben wir auch abgedeckt und haben die Untoten hier verdichtet. Wenn ihr es wollt. Oh, da wäre der zweite Eingang gewesen. Ja. So langsam wie die sind, hätte ich am liebsten ein Feuerball jetzt gehabt. Ja. Sprecht frei, aber gerne. Auf jeden Fall, bevor wir uns mit dem Betrachter anlegen, also ich glaube, bevor wir schon da rausgehen in die Grube. Die Grube der Ungläubigen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich warte auf euren Befehl. Das soll euch helfen. Ja, genau. Schon unterwegs. Hilft außer gegen die Lähmung. Fragt nur. Die ist jetzt aber auch abgeklungen. Natürlich. Wir sind alles am Ihr Ende. Müsst eure Gruppe ihr erst sammeln, bevor ihr... Ja, ich habe meine Gruppe gesammelt. Und wir gehen weiter. Wenn es das ist, was ihr wollt... Okay. Zu Ghoulstadt. Jetzt bin ich in der Grube. Erst in der Grube der Ungläubigen oder was? Und hab gerade eine Zyste geplündert. Wie lecker. Ein Gaut. Schon wieder einer. Ja. Wie zur Hölle. Frag keine große Herausforderung. Was kann ich tun? Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Habe ich irgendwas, was ich beschwören könnte? Nee. Müssen wir einfach warten, bis bei Yoshimo das Ding nachlässt. Hm. Oder wir bannen es einfach. Manus, Potentis, Horror. Ich warte. Nun gut. Okay. Ja, fragt nur, was möchtet ihr? Kratz ihnen die Augen ab! Gut, jetzt sollten wir dann schlafen. Ich weiß nämlich nicht, wie viele es von den Jungs noch hier gibt. Ich bin bereit. Hätte ich auch gemacht. Ja. Können wir ja mal kurz gucken, wie sieht es so mit Stufenaufstiegen aus? Die beiden brauchen definitiv noch eine Weile. Ja, aber auch. Sie braucht jetzt auch noch eine Weile. Und Yahira auch. Ich kann ja einfach mal hier auf Rasten klicken, mal sehen, was passiert. Wo? Yoshimo ist bereit. Hat sogar geklappt. Erzählt mir mehr davon. So, ich nehme mal nicht an, dass in dem Fleischgebiet hier irgendwo Fallen versteckt sind. Wenn ich der Gruppe wurde, aber wenn es von Nutzen.
Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Das sind vier, ach du meine Güte. Überwältigen mich fast. Wenn ihr Hilfe anzubieten habt, würde ich sie dankend annehmen. Okay, das ist jetzt übel. Keine große Herausforderung. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket.